Die US-Marine hat mit der USS Santa Barbara ein sogenanntes Littoral Combat Ship der Independence-Klasse offiziell in den Dienst gestellt. Diese Kriegsschiffe sind für den Einsatz in Küstennähe konzipiert und entwickelt worden. Mit ihrem Trimaran-Rumpf ist die Santa Barbara sehr schnell und wendig. Der kantige Rumpf des Schiffes soll es vor feindlichem Radar schützen. Die Besatzung von 15 bis 50 Seeleuten kann auf modernste Technik zurückgreifen. Viele der Systeme, wie Geschütze, Mini-U-Boote oder Drohnen, sind computergesteuert und funktionieren unbemannt. Innen ist die Santa Barbara mit einer silberfarbenen Folie ausgekleidet, die das Schiff abschirmen soll. Die LCS-32 ist das dritte Schiff mit dem Namen Santa Barbara. Die erste wurde 1918 von der Marine in Dienst gestellt.